Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Angela Merkel ist entlassen. Am frühen Abend erhielt sie die entsprechende Urkunde vom Bundespräsidenten. Damit endet offiziell die Amtszeit ihrer schwarz-gelben Regierung. Aber keine Sorge, das Land ist nicht führungslos. Denn da es noch keine neue Regierung gibt, bleibt die alte automatisch im Dienst, geschäftsführend sozusagen, bis sich eine Koalition gefunden hat. Guten Abend zu den Tagesthemen. Ja, auch wenn es noch keine neuen Minister gibt, das Parlament hat das Personal schon mal gewechselt. Heute kam der Bundestag zu seiner ersten konstituierenden Sitzung zusammen. Das ist selbst im sonst so routinierten Politbetrieb eine Art Hochamt, eine feierliche Weihe. Und in diesem Jahr erst recht, denn das Parlament ist erwachsen geworden, wenn man so will. Es ist nämlich der 18. Bundestag in der Geschichte dieser Republik. Und da finden nicht wenige, dass er auch die Reife beweisen sollte, die Kleinen genauso ernst zu nehmen wie die Großen. Oliver Mayrüth. 230 Neue kommen in den Bundestag. Zwei davon sind Franziska Brandner von den Grünen aus Baden-Württemberg und Thorsten Frei, CDU-Mann, auch aus dem Südwesten. Die erste Sitzung im Parlament, Hochstimmung bei den Abgeordneten. Schon auch ein erhebender Moment, aufregend. Also man spürt schon auch die Verantwortung. Nee, ich freue mich drauf. Voller Tatendrang. Jetzt kann es richtig losgehen. Den Tatendrang müssen die beiden aber erstmal zurückstellen. Das Wort hat traditionell der Alterspräsident, also Heinz Riesenhuber. Er stimmt die Abgeordneten auf die nächste Legislaturperiode ein. Das darf dann auch mal launisch und selbstkritisch sein. Politiker sind nicht immer überzeugend. Unser Ansehen in der Öffentlichkeit ist noch nicht oberhalb dem der Bischöfe, gell? Da müssen wir noch arbeiten. Um dem Ansehen von guten Demokraten gerecht zu werden, sind zunächst Union und SPD gefordert. Denn alles läuft auf eine fast schon übergroße Koalition hinaus. Die voraussichtliche Opposition aus Linkspartei und Grün ist im Vergleich zur Vorgängeropposition ein zartes Pflänzchen. Das Problem sehen alle Beteiligten im Hohen Haus. Und so mahnt der wiedergewählte Bundestagspräsident und CDU-Abgeordnete Norbert Lammert. Die Kultur einer parlamentarischen Demokratie kommt weniger darin zum Ausdruck, dass am Ende Mehrheiten entscheiden, sondern dass Minderheiten eigene Rechtsansprüche haben, die weder der Billigung noch der Genehmigung durch die jeweilige Mehrheit unterliegen. Doch erstmal machen Union und SPD von ihrem Mehrheitsrecht deutlich Gebrauch, indem sie die Zahl von Lammerts Stellvertretern zugunsten der SPD von 5 auf 6 erhöhen. Also jeweils 2 für Union und SPD und jeweils nur einen für Grüne und Linkspartei. Damit die Kleinen nicht ganz untergehen, hofft Gregor Gysi für die Zukunft auf Großzügigkeit. Eigentlich können die beiden Großen, da sie ja so dicke Sieger sind, da sie ja also fast eben eine 4/5-Mehrheit haben, können sie ja da großzügig sein und sagen, na gut, die sind zwar ein bisschen klein, aber die Rechte behalten sie, damit wir etwas Kraft kriegen. Wie Gysi hofft auch die Grüne Franziska Brandner beim Thema Minderheitsrechte auf die Großzügigkeit der Großen. Und zumindest der Unionsmann Thorsten Frei zeigt sich gesprächsbereit. Wir haben ja als Opposition dann nicht mal die 25%, zum Beispiel, die notwendig sind, um Untersuchungsausschüsse einzuberufen. Das ist ja eines der Hauptkontrollmittel. Also ich denke, da muss man schon noch mal dann gemeinsam drüber reden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wenn es zu einer großen Koalition kommt, die dann 4/5 der Abgeordneten abbilden wird, dass es dort trotzdem zu einem funktionierenden Parlamentarismus kommt. Das klingt nach einem vernünftigen Umgang der Abgeordneten miteinander. Auch wenn die Bürger hin und wieder Zweifel haben, im Bundestag geht es bisweilen doch sehr menschlich zu. Und als er in den Bundestag kam, war er auch noch blutjung. Gerade mal 30 Jahre alt war Wolfgang Schäuble, als er Abgeordneter wurde und das Parlamentsfernsehen noch schwarz-weiß war. Seit mittlerweile 4 Jahrzehnten gehört er dem Bundestag an. Und so begrüße ich den dienstältesten Abgeordneten. Guten Abend, Herr Schäuble. Guten Abend, Frau Mioska. Herr Schäuble, seit fast 41 Jahren im Bundestag und nun sollen Sie jüngst auch noch gesagt haben, die nächsten 30 Jahre schaffe ich auch noch. Warum tun Sie sich das an? Mir macht Politik Freude und ich bin im Augenblick wieder ganz gesund. Es war auch schon mal anders. Deswegen glaube ich, dass ich die nächsten Jahre meine Aufgabe gut erfüllen kann und dass mir Freude macht und der mir die Menschen in der Wahl ihr Vertrauen geschenkt haben. Also ist alles gut.
Gucken wir mal an den Anfang. Wie war das, als Sie als junger Spund 72 in die Politik kamen? Die CDU war in der Opposition und blieb da auch. Waren Sie damals voller Tatendrang und haben gedacht, na, denen zeige ich es jetzt mal, wo es lang geht? Naja, ich bin schon auch ein bisschen ehrfürchtig dahin gekommen. Ich meine, ich finde das schon, ich beobachte es übrigens auch bei den Kollegen, die jetzt neu im Bundestag sind, ja eine große Anzahl. Die Menschen spüren schon, dass es was Besonderes ist, Abgeordneter des Deutschen Bundestages zu sein. Und so bei der Konstituierung und so, man darf da auch nicht nur die Routine empfinden. Es ist ein besonderer Akt im Leben unserer parlamentarischen Demokratie. Und das hat seine eigene Würde. Und wenn man das erste Mal als junger Mensch da ist, ist das natürlich noch einmal anders, wie wenn man das schon ein paar Mal, so wie ich, erlebt hat. Es hat sich ja sehr viel getan seit 40 Jahren. Früher gab es ideologische Gräben. Heute ist Politik viel komplexer geworden. Und durch die Medien, auch durch die Medien, sind Politiker wie die, die jetzt frisch in den Bundestag einziehen, vor allem Marketing-Experten in eigener Sache geworden. Ist das was Schlechtes? Ach, die Welt und die Gesellschaft ist anders. Wissen Sie, als ich den Film über die Fußball-Weltmeisterschaft 54 gesehen habe, habe ich auch gedacht, mein Gott, ist das wirklich so gewesen? Unser Leben, unsere gesellschaftlichen Veränderungen, alles hat sich unglaublich verändert. Wenn Sie Berlin anschauen, das kennen Sie auch nicht wieder, wenn Sie das Berlin von 1972 nehmen. Und so ist die Politik anders geworden. Deswegen ist es ja auch nicht langweilig, auch nach einigen Jahrzehnten, weil es immer neu ist, immer neue, ganz neue, faszinierende Herausforderungen. Insofern, ich finde, Politik ist wirklich auch, sich politisch engagieren zu können, ist wirklich etwas, was unheimlich Freude macht. Und wir haben ja so riesige Aufgaben, da wird es einem nicht langweilig. Als Sie in den Bundestag kamen, Herr Schäuble, da war das noch die Zeit, als Männer mit Zigarre Politik machten und die Frauen das Glas Maria Kron anreichten. Wie hat sich der Bundestag verändert, seitdem die Frauen mittrinken? Naja, als ich in den Bundestag kam, wurde Annemarie Renger die erste Bundestagspräsidentin. Ganz so ist es auch nicht, dass die Frauen da nur mit Schürzchen und Häubchen rumgelaufen sind. Und mit dem Rauchen, ich habe auch lange geraucht und irgendwann haben wir beschlossen, dass wir es aufgehört haben. Aber früher polterten Wehner und Strauß und heute singt Nahles Pippi Langstrumpf. Ach ja, nein. Noch einmal, das war eine andere Generation, die hatte den Krieg hinter sich, die hatte die Nazi-Barbarei hinter sich, die hatte ihre eigenen Lasten ihrer Vergangenheit. Dagegen sind wir Heutigen, und ich bin in der Nachkriegszeit aufgewachsen, ich bin 42 geboren. Wir wissen ja gar nicht, was die Generation vor uns alles mitgemacht hat. Und wenn man das dann vergleicht und wenn man sich ein Gefühl für Geschichte bewahrt, da wird man ein Stück weit demütig auch. Und auf der anderen Seite denkt man, Herrschaft noch mal. Wir werden doch die Chance, etwa Europa weiter zu einen, jetzt nicht verspielen. Wir haben so viel besser als die Generationen vor uns. Natürlich Riesenaufgaben, wenn ich in den nahen Mittleren Osten schaue und all die Probleme, wie die Welt sich verändert, wie Integration und Migration unser Herr Land Schäuble, verändert. Herr Schäuble, ich unterbreche Sie nur ungern, weil ich habe noch eine andere Frage. Sie waren nämlich auch mal Oppositionsführer, das war 1998, als Gerhard Schröder Kanzler wurde. Ja. Weil wir heute so viel darüber diskutieren, haben Sie eigentlich Mitleid mit Gregor Gysi, dass er nun mit so einer kleinen Truppe gegen Sie antreten muss? Nein, ich meine, die Große Koalition ist die Ausnahme. Die Regel ist etwas anderes, wir haben es ja auch versucht. Aber nun versuchen wir mit der SPD eine stabile Regierung zu machen. Das war übrigens von 69 bis 72 hatten wir auch eine große Koalition. Und von 2005 bis 2009 auch. Die Welt geht nicht unter, wir werden gute Arbeit leisten. Und die Opposition bekommt mehr Rechte? Die Opposition hat ihre Rechte, aber sie ist nicht stärker, als der Wähler entschieden hat. Wir wollen auch nicht vergessen, die haben jeweils etwa 8%. Die CDU allein hat fast 42. Herr Schäuble, Sie sollen sich bis ins nächste Jahr hinein schon die Termine für die internationalen Gipfel vorgemerkt haben. Stimmt das? Es ist eine neue Form, eine Frage zu stellen, bei der ich mir angewöhnt habe, freundlich zu lächeln. Sie haben nämlich jetzt, Sie ahnen schon, die einmalige Chance zu bestätigen, ob Sie Finanzminister bleiben, ja oder nein? Frau Bieska, es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank, Herr Schäuble. Und das Gespräch habe ich vor der Sendung geführt. Und die Aufgaben und Herausforderungen an den neuen Bundestag kommentiert jetzt Ulrich Deppendorf vom Westdeutschen Rundfunk. Es lag ein Hauch von großer Koalition auf dem neuen Bundestag, als es heute um die Anzahl der Stellvertreter von Norbert Lammert ging. Dass die mögliche Opposition dies als Postengeschacher bezeichnet, ist verständlich. Dennoch, 631 Abgeordnete und 6 Vertreter des Präsidenten, das ist noch kein Missverhältnis, vielleicht sogar eine Notwendigkeit. Denn auf diesen Bundestag kommen große Entscheidungen zu, über Europa,
die Weltwirtschaft, die Energiewende, Gesundheitsreform, Haushaltslage, die Neugestaltung der föderalen Bundesrepublik, komplizierte Sachverhalte allemal. Dieser Bundestag sollte daher die Anzahl der Sitzungswochen erhöhen. Es muss mehr als bislang gesichert sein, dass die Abgeordneten genügend Zeit haben, sich zu informieren, sich zu beraten. Diese parlamentarische Kontrolle ist das Herzstück unserer Demokratie. Es darf nicht sein, dass das Bundesverfassungsgericht auch in Zukunft eine Art Reparaturbetrieb für misslungene Gesetzesvorlagen bleibt. Beim Wahlrecht ist die Reparatur dann auch noch schiefgegangen. Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, dass im Falle einer großen Koalition die Rechte der zahlenmäßig schwachen Opposition stark bleiben. Es muss nicht gleich eine Grundgesetzänderung sein, das können die Fraktionen selbst regeln. Es muss aber eine Regelung sein, die bei den Wählern das Vertrauen in das Parlament und die Politik erhält. Also keine Abstriche an den bisherigen Oppositionsrechten. Weiteres Vertrauen könnte auch die Öffnung zur Fernsehübertragung von wichtigen Ausschusssitzungen schaffen. Das erzeugt Transparenz. Hier sollte Norbert Lammert, der ja gerne und häufig über angeblich mangelnde Fernsehpräsenz des Bundestages lamentiert, mal Führung zeigen. Ulrich Deppendorf kommentierte: Lange hat es für Streit zwischen Brüssel und Berlin gesorgt, das VW-Gesetz. Jetzt hat der Europäische Gerichtshof einen Schlussstrich unter die jahrelange Diskussion gezogen. Die Nachricht mit Judith Rakers. Der EuGH hat entschieden, dass das Gesetz rechtens ist. Dadurch kommt Deutschland um eine drohende Millionenstrafe herum. Die EU-Kommission hatte gegen das VW-Gesetz geklagt, weil sie darin einen Verstoß gegen geltendes EU-Recht sah. Streitpunkt war vor allem die sogenannte Sperrminorität des Landes Niedersachsen. 11 Jahre Demonstrationen bei Volkswagen, Durchhalteparolen und Kritik an Brüssel. Die VW-Beschäftigten haben einen langen Kampf fürs VW-Gesetz gefochten und heute gewonnen. Niedersachsens Landesregierung, hier heute bei ihrer Kabinettssitzung, symbolträchtig auf dem VW-Gelände, wird ihre starke Stellung im VW-Konzern behalten. Das Land hält knapp 20% der Anteile, hat aber ein Vetorecht in wichtigen Fragen wie etwa Standortverlagerungen. Ganz so, wie es das Aktienrecht eigentlich erst ab einem Anteil von 25% vorsieht. Diese Sonderbehandlung ist rechtens und freut die VW-Belegschaft. Ihre Arbeitsplätze sind so sicherer. Wir hoffen, dass in Europa erkannt wird, dass es eine soziale Dimension in Europa geben muss und eben nicht nur die wirtschaftliche, die kapitalistische Dimension, sondern auch Menschen haben Rechte, Arbeitnehmer haben Rechte. Und deswegen sind wir froh, dass die Entscheidung heute so gefallen ist. Ein Erfolg für Belegschaft und Politik. Sie haben 11 Jahre lang im Schulterschluss für das VW-Gesetz gekämpft. Das Urteil des EuGH zum VW-Gesetz war heute auch ein großes Thema an der Börse. Mehr zu den Reaktionen von Anja Kohl aus Frankfurt. In anderen Unternehmen wechseln öfter mal die Anteilseigner. Bei VW dürfte nun auf lange Sicht vieles bleiben, wie es ist. Wenige Anteilseigner haben viel Einfluss. Das Land Niedersachsen behält mit 20% der Stimmrechte das Vetorecht bei wichtigen Entscheidungen. Auf die Familien Porsche und Pirch entfallen 53% der Stimmrechte, 17% auf das Emirat Katar, 10% auf andere Anleger. Dass VW in so wenigen festen Händen ist, schließt eine Übernahme quasi aus. Damit entfallen Übernahmeprämien, Kurssprünge. Nicht allen Anlegern gefällt das. Doch die stabile Aktionärsstruktur hat auch für eine hohe Kontinuität bei Dividenden, Gewinnen und Investitionen gesorgt. Der Gewinn hat sich in einem Jahrzehnt verzwanzigfacht. Davon haben Anleger profitiert. Die VW-Aktie hat sich in einem Jahrzehnt versechsfacht. Heute gewann sie 0,1%. Eine große Überraschung war das Urteil nämlich nicht. Doch es verschafft allen Beteiligten eine gewisse Sicherheit. Die Börsendaten. Der DAX ging heute mit dem Rekordschlusswert von 8.947 Punkten aus dem Handel, ein Plus von 0,9%. Der Dow Jones schloss bei 15.467 Zählern. Das sind 0,5% mehr als am Vortag. Was waren die Tschechen euphorisch nach ihrer samtenen Revolution im Herbst 1989? Voller Hoffnung auf eine endlich demokratische Zukunft, für die sie so lange gekämpft und für die sie so vieles geopfert hatten. Als Václav Havel, die Symbolfigur des Umbruchs, vor 2 Jahren starb, trauerte das ganze Land. Und zwar nicht nur um den Menschen, sondern auch um dessen Ideale. Denn mittlerweile steckt Tschechien fest in einem Morast aus Unfähigkeit, Bestechung und Lüge. Im Juni musste der konservative Regierungschef wegen einer Bespitzelung und Korruptionsaffäre zurücktreten.
Nun soll Ende der Woche das Parlament neu gewählt werden. Doch viele Tschechen haben offenbar wenig Hoffnung, dass sich dann wirklich etwas zum Besseren wenden könnte, wie Danko Handrik aus Prag berichtet. Unter Václav Havel hätte sich das kein Künstler getraut. Ein Stinkefinger in Richtung Burg, dem Sitz des tschechischen Präsidenten. Jetzt regiert da ein Miloš Zeman. Der Finger gilt aber fast allen Politikern in Tschechien, sagt David Černý, der damit mehr als provozieren wollte. Ich wäre da vorsichtig, dazu Statue zu sagen. Das ist ein Aufschrei der Verzweiflung. Und mit diesem bin ich hier nicht allein. Ein Land, das nach der samtenen Revolution so euphorisch war, schmeißt die Wahlwerbung gleich wieder in die Tonne. Denn nur eines funktioniere hier parteiübergreifend, die Vetternwirtschaft. Razzia im Regierungsamt, der letzte Showdown. Gegen den rechtsliberalen Ex-Premier Nečas wird wegen Korruption ermittelt. Ein ehemaliger sozialdemokratischer Minister sitzt seit Monaten im Knast. 83% meinen, die Politiker hier in Tschechien seien käuflich. Es gibt Einzelne vielleicht, denen man trauen kann, aber im Gesamten klappt es nicht. Nach der Revolution war der Optimismus groß, aber dann hörte es auf zu funktionieren. Die Leute sind doch nur in die Politik gegangen, um sich zu bereichern. Das Volk sieht das. Und weil es wirtschaftlich auch sehr kompliziert ist, werden viele die Kommunisten wählen, weil manche meinen, da war alles besser. Sie könnten so an die Macht kommen. Im Büro des Vizevorsitzenden der Kommunistischen Partei hängt nicht nur ein Marx-Porträt. Auch ein Stalin-Bild darf bei vielen in der Partei nicht fehlen. Die Hoffnung ist groß, an der Regierung beteiligt zu werden. Die Kommunistische Partei ist die einzige Partei, die keine Angst hat zu sagen, dass das heutige System nicht ausgereift ist. Wir brauchen eine Debatte über Alternativen. Oder ein Newcomer kommt in Tschechien in die Regierung. Der Unternehmer und Multimilliardär Andrej Babiš könnte auf Anhieb auf 15% kommen. Ihm gehören in Tschechien große Zeitungen. Er wirbt damit, nicht korrupt zu sein, hat genug Geld. Ich bin in die Politik gegangen, weil das Land nicht mehr funktioniert. Wir zahlen viel Steuern, aber es klappt nicht. Und ich kenne die Menschen, die meine Steuern stehlen. Bis zu 10 Parteien könnten es über die 5%-Hürde schaffen. Eine Regierungsbildung wird nicht einfach. Pravda vítězí, die Wahrheit siegt, steht auf der Prager Burg. Nur die Tschechen glauben nicht mehr daran. Dass ein Land immer wieder von der Vergangenheit eingeholt wird, diese Lektion mussten gerade die Deutschen schmerzlich lernen. Denn lange genug wollten sie gar nicht hingucken auf die Wunde, die da klaffte und die seit dem Ende des Krieges immer wieder überklebt und zugepflastert wurde. Es ist längst bekannt, dass in Westdeutschland der 50er und 60er Jahre viele ehemalige NS-Funktionäre schnell wieder hohe Posten bekleideten. In welchem Ausmaß aber? Ausgerechnet im Justizministerium Männer weiterarbeiten durften, Männer, die das barbarische Morden der Nazis zuvor gesetzlich legitimiert und Todesurteile systematisch gefällt hatten. Dieses Ausmaß überrascht selbst Historiker, die den Umgang der obersten Justizbehörde mit ihrer braunen Vergangenheit untersuchen. Ulla Fiebig über eine erschreckte Zwischenbilanz. Es ist lange her, dass Rudi Völzko im Bundesjustizministerium angefangen hat, 1953. Er unterstützt die Recherchen der beiden Professoren, die herausfinden wollen, wie im Ministerium mit NS-belasteten Juristen umgegangen wurde. Völzko allerdings sagt, er habe von NS-Seilschaften damals nichts mitbekommen. Diejenigen, die ich erlebt habe, da hat es Teamgeist gegeben. Nicht im wirklich positiven Sinne, aber nicht, weil der eine vielleicht wusste, der andere war auch in der Partei, sondern wegen der gemeinsamen Arbeit. Die Wissenschaftler sehen das kritischer, sprechen von einem Netzwerk der ehemaligen NS-Leute, von Kumpanei. Wie an diesem Abend in Bonn reden sie viel über ihre Arbeit. Es ist ihnen bewusst, dass sie damit auch bei ehemaligen Mitarbeitern anecken. Uns geht es wirklich um ein differenziertes Gesamtbild nachher. Und wir werden auch versuchen, diese Kriterien dann so offen zu legen, wie das irgendwie nur möglich ist. Uns geht es auch nicht um Anklagen. Uns geht es darum, zu verstehen. Die Akten belegen eindeutig, sehr viele Mitarbeiter im Bundesjustizministerium waren NS-belastet.
Emigrierte Juristen wurden dagegen nicht eingestellt. Wurde nicht gesucht oder wurde das absichtlich verhindert? Die Professoren Safferling und Görtemarker haben noch viele Fragen. Ein Beispiel. Ende der 60er Jahre war Horst Ehmke Staatssekretär und auch Minister. In seine Zeit fällt ein Gesetz, das für seine Auswirkungen später heftig kritisiert wurde. Die Beihilfe zu Nazimorden verjährte auf einen Schlag. Mitverantwortlich für das Gesetz war Eduard Dreher, ein ehemaliger NS-Staatsanwalt. Ehmke spricht heute von einer furchtbaren Panne. Ob der Dreher, der ja auch genügend braune Flecken hatte, ob der da wirklich ein Ding gedreht hat oder so, kann sie nicht sagen. Jedenfalls, wir haben es übersehen, ja, haben uns die Haare ausgerauft, danach nur, dass das von der Abteilung und seinen Mitarbeitern durchs Haus geht, ohne dass einer die Geschichte merkt. Das ist schwer zu verstehen. Was Ehmke sagt, macht die Wissenschaftler hellhörig. Sollten die Konsequenzen des Gesetzes tatsächlich kein Zufall gewesen sein? Das Ministerium wird mehrfach mit der NS-Vergangenheit leitender Mitarbeiter konfrontiert. 1952 schreibt ein Landesjustizminister an Bundesjustizminister Dehler. Er weist ihn auf die Vergangenheit von Ministerialrat Ernst Kanter in der NS-Militärjustiz hin. Doch Dehler verteidigt Kanter, lobt seine Sachkenntnis. Was zwischen 33 und 45 gewesen sei, dürfe für die Beurteilung nicht allein entscheidend sein. Auf dem gleichen Material ist man zu völlig unterschiedlichen Bewertungen gekommen. Und das, finde ich, ist ein deutlicher Beleg eben dafür, dass es eine hochkomplexe Angelegenheit ist mit sehr vielen moralischen und ethischen Komponenten, die es uns aus heutiger Sicht natürlich noch mal viel schwieriger machen, das wirklich zu beurteilen. Die Rosenburg in Bonn gibt dem Forschungsprojekt seinen Namen. Hier residierte das Bundesjustizministerium nach dem Krieg. Heute leben in der Rosenburg Familien. Immer mehr alte und kranke Menschen sind auf finanzielle Hilfe vom Staat angewiesen. Noch einmal Nachrichten mit Judith Rakers. Ende vergangenen Jahres erhielten knapp 900.000 Menschen die sogenannte Grundsicherung im Alter und wegen dauerhafter Erwerbsminderung. Damit stieg die Zahl der Empfänger im Vergleich zu 2011 um 6,6%, ein Höchststand seit Einführung der Grundsicherung. Die Betroffenen sind entweder auf Dauer zu krank zum Arbeiten oder können von ihrer Altersrente nicht leben. Sozialverbände und Gewerkschafter zeigten sich alarmiert. In der Fleischindustrie verhandeln die Tarifparteien über die Einführung eines bundesweiten Mindestlohns. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten forderte zum Auftakt der Gespräche für die etwa 80.000 Beschäftigten mindestens 8,50 Euro. Die Branche war zuletzt wegen prekärer Arbeitsverhältnisse von Leih- und Werkvertragsarbeitern in den Schlagzeilen. Nach 3 Jahren Stillstand will die EU die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei fortsetzen und ausweiten. Die Außenminister der Europäischen Union haben sich bei ihrem Treffen in Luxemburg auf neue Gespräche von November an verständigt. Zuletzt hatte die EU Verhandlungen blockiert, aus Protest gegen das gewaltsame Vorgehen türkischer Sicherheitskräfte gegen Demonstranten. Am dritten Gruppenspieltag der Fußball Champions League hat es heute hochklassige Begegnungen gegeben. Schalke 04 empfing den FC Chelsea. Die Partie ging soeben zu Ende. Schalke verlor gegen die Londoner mit 0:3. Borussia Dortmund trat beim FC Arsenal an. BVB-Trainer Jürgen Klopp musste das Spiel seiner Mannschaft bei Arsenal London wegen seiner Sperre von der Tribüne aus verfolgen. Die Borussen in Schwarz-Gelb mit starker Balleroberung durch Reus. Und Mkhitaryan mit dem überlegten Schuss ins Eck. 1-0 Dortmund, 16. Minute. Das sorgt auch für Freude auf der Tribüne. Der Tabellenführer der englischen Premier League kam danach besser ins Spiel. 4 Minuten vor der Halbzeit erzielte Giroud den Ausgleich. Torwart Weidenfeller sah dabei alles andere als gut aus. In der zweiten Hälfte hatte der BVB zunächst mehr vom Spiel. Doch Arsenal durch Cazorla nach 70 Minuten die Chance zur Führung. Doch dann die 82. Minute, Großkreuz mit der Flanke und Lewandowski verwandelt zum 2:1 für den BVB. Dabei blieb es. Die Dortmunder machen einen großen Schritt in Richtung Champions League Achtelfinale. Wenn sich im 16. Jahrhundert ein Patrizier von einem Künstler porträtieren ließ, dann sollte sein Antlitz strahlend schön und formvollendet sein. Schließlich schickte man damals seine Angebeteten ein Gemälde, um sich für eine Vermählung zu empfehlen. Umso erstaunlicher war es, dass sich ein Maler aus Nürnberg
überhaupt nicht an diesen schönen Schein hielt. Albrecht Dürer stellte die Menschen so dar, wie sie das Leben tatsächlich gezeichnet hatte, mit Furchen, Falten, fahler Haut. Es sind auch diese ungeschminkten Wahrheiten, die Dürers Werk so einzigartig machen. Sie gehören zu einer Gesamtschau in Frankfurt, die sich auch einzigartig nennen darf, denn sie vereint, wie Alex Jakubowski zeigt, Dürers Schätze aus aller Welt. Es ist ein ehrfürchtiger Moment. In dieser sogenannten Klimakiste wartet Elsbeth Tucher auf ihren großen Auftritt. Das Werk, das sonst in Kassel hängt, ist jetzt im Städelmuseum in Frankfurt am Main. Vorsichtig und mit Handschuhen gehen die Museumsmitarbeiter vor. Das Bild ist mehr als 500 Jahre alt, empfindlich und kostbar. Lupe und Taschenlampe helfen jetzt auf der Spurensuche. Hat der Transport dem Werk geschadet? Penibel wird Protokoll geführt. Ist alles so, wie Sie es erhofft und erwartet haben? Ja, es ist im guten Zustand. Es ist eigentlich wunderbar, es ist nichts dran auszusetzen. So wünschen wir uns das, dass ein Bild so ankommt. Es gibt nichts auszusetzen, wir können es direkt aufhängen. Erleichterung bei den Restauratorinnen. Jetzt wird das Werk gehängt. Es ist eines von über 280 Ausstellungsstücken und eines der vielen Meisterwerke Albrecht Dürers. Zentral auch der sogenannte Heller-Altar, eine Auftragsarbeit für einen wohlhabenden Frankfurter Bürger. Ich glaube, dass ein Höhepunkt sicherlich der Ausstellung ist die Wiederzusammenführung des Heller-Altars inklusive der Vorzeichnungen dazu. Das ist sicher auch vielen nicht bewusst, dass eine ganze Reihe der berühmten Zeichnungen von Albrecht Dürer, die indem sie nur einen Körperteil etwa zeigen, die fragmentarisch angelegt sind, eigentlich Vorzeichnungen waren für diesen Frankfurter Altar. Dürer hat auf dem Heller-Altar nicht nur sich selbst verewigt, auch die betenden Hände finden wir hier. Aus konservatorischen Gründen ist die berühmte Vorzeichnung aber nicht in der Ausstellung. Dafür aber Dürers Rhinoceros, ein Flugblatt, mit dem er bis ins 19. Jahrhundert hinein das Bild des Nashorns geprägt hat und natürlich versehen mit seinem Markenzeichen der Signatur AD. Er ist der erste Künstler oder einer der ersten Künstler, der so systematisch branded eine Marketingstrategie verfolgt. Das berühmte AD kennt heute noch jeder. Das bringt er auf jeder Zeichnung, auf jedem Druck, auf jedem Gemälde an. Und er verteidigt auch den Gebrauch gegen Plagiatoren. Die Ausstellung zeigt das Gesamtwerk. Gemälde und Zeichnungen, kleine und große Formate, Flugblätter und Bücher, Dürers Apokalypse etwa. Leihgaben kommen aus der ganzen Welt. London, Los Angeles, Paris oder wie hier der heilige Hieronymus aus Lissabon. Auch er hat die Reise wohlbehalten überstanden und hängt in Frankfurt nun zwischen zwei Nachahmern, die deutlich machen, welch großen Einfluss Dürer schon zu Lebzeiten auf zeitgenössische Maler hatte. Dürer ab morgen in Frankfurt zu sehen. Und bevor wir zum Wetter kommen, möchten wir noch ganz schnell einem Mann gratulieren, den Sie auch aus unserer Sendung kennen dürften. Der langjährige ARD-Korrespondent für den Nahen Osten Jörg Armbruster hat heute für seine Berichte aus Syrien den Hans-Joachim-Friedrichs-Preis erhalten. Zu Recht, wie wir finden. Und der Preis ging außerdem an Marcel Mettesiefen und den Förderpreis erhielt Eva Müller. Wir gratulieren allen Preisträgern und uns zu einem preisverdächtigen Spätsommertag, den wir heute erleben durften. Bekommen wir denn davon morgen auch mehr, Claudia Kleinert? Nein, Karin Mioska. Heute haben wir Rekorde aufgestellt, neue Dekadenrekorde. Also so warm war es zum Teil noch nie Ende Oktober. Morgen wird es zwar warm bleiben, aber nicht ganz so warm und dazu wird es auch wieder nass. Heute wirklich extreme Temperaturen. Das heißt, wir hatten heute viel warme Luft und zwar kam die aus Westen und Südwesten. Und dementsprechend lagen wir deutlich über dem, was sonst um uns herum so los war. Beispielsweise London 19 Grad, Fischen im Allgäu heute 26 Grad. Und das war wirklich der wärmste Ort. Istanbul nur 21, Warschau 18, Madrid 16, Reykjavik sogar nur 4 Grad. Das heißt, würde die Luft aus Norden kommen, wäre es bei uns auch deutlich kälter. Tut sie aber nicht. Warm bleibt es erst einmal. Das heißt, die Temperaturen immer noch so um die 20 Grad, aber es wird halt nass. Auf dem aktuellen Radarbild sehen Sie bereits aus Westen kompakte Wolken, beziehungsweise hier sehen Sie auch den zum Teil starken Regen, da wo es so gelb oder rot eingefärbt ist und da sind sogar einzelne Gewitter dabei. In der Nacht also zum Teil kräftige Schauer und auch Gewitter. Nach Osten hin ist es noch trocken, locker bewölkt oder sternenklar. Und die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf milde 17 bis 9 Grad, da wo die Sterne längere
Zeit zu sehen sind. Im Südosten auch noch ein bisschen kälter. Morgen Vormittag zieht die Front dann weiter in die Mitte Deutschlands. Zum Teil regnet es dann halt im Süden und Südwesten kräftig. Das Ganze erstreckt sich rauf bis nach Hessen, auch in Schleswig-Holstein. Zum Teil noch kräftige Schauer. Nach Osten anfangs noch locker bewölkt. Im Laufe des Nachmittags dann auch da dichte Wolken. Die Front liegt dann so von Baden-Württemberg rüber bis nach Sachsen. Dahinter folgen einzelne Schauer, zum Teil auch noch mal Gewitter. Zwischendrin sind aber auch sonnige Abschnitte dabei. Und die Temperaturen bleiben hoch. Meist 16 bis 20 Grad, 22, 23 Grad in der Lausitz, da wo die Front zuletzt ankommen wird. Insgesamt wird es windig sein, der Wind kommt meist aus südwestlichen Richtungen und dann am Donnerstag wieder Wetterberuhigung, längere trockene Abschnitte, nur noch ein paar Tropfen über der Mitte, 16 bis 21 Grad, Freitag kommen aus Nordwesten. Neue Fronten, die bringen dann auch wieder Regen im Osten und Süden, lange trocken und dann geht es sogar wieder bergauf mit den Temperaturen. In Köln beispielsweise am Wochenende um die 22 Grad. Und nächste Woche wird es dann kühler. Das heißt, die nächsten Tage mit den hohen Temperaturen sollte man noch genießen. Na, immerhin bleibt uns ein bisschen Wärme noch erhalten. Vielen Dank, Claudia Kleinert. Hier diskutieren im Anschluss jetzt die Menschen bei Maischberger über ihren Ärger mit den Krankenkassen. Und Sven Lorig folgt dann heute um 0 Uhr mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen wieder da. Bis dahin.